Vertrieb und Unternehmensaufbau, das sind ja so Themen, die ja so ziemlich jeden umtreiben, der wachsen will. Und heute spreche ich mit jemandem, der das in Deutschland sehr, sehr spannend durchexerziert hat und auch noch weiter wächst. Und ja, wir sprechen ein bisschen so über ihn, aber natürlich auch wie das ganze B2B-Thema, B2B-Vertriebsthema im Startup bei ihm funktioniert hat. Erstmal herzlich willkommen zum Vertriebsfunk. Mein Name ist Christopher Funk. Du bist hier beim Podcast für Vertrieb, Rekrutierung und Karriere. Und als Gesprächspartner begrüße ich heute den Ralf Aigner von Gympass, der Geschäftsführer von Gympass bei mir. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Christopher. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich erkläre jetzt mal das Geschäftsmodell und du sagst dann, was alles falsch daran war. Ja, also Gympass ist im Prinzip so eine Art Aggregator für Fitness-Opportunities. Das heißt, mit dem Pass kann ich dann in mehrere Fitnessstudios und Kurse in meiner Stadt gehen. Und du hast mir jetzt im Vorgespräch auch erzählt, das ist also im Kern reines B2B-Angebot. Das heißt, ich als große Firma biete meinen Mitarbeitern halt ein Fitnesskonzept an und sagen, weißt du was, es ist gut, wenn du dich mal bewegst, aber wo du dich bewegen willst und wie du dich bewegen willst, das überlasse ich dir. Also kriegst du hier quasi den Gympass und such dir quasi das aus, was dir am besten gefällt. Ist das richtig? Ja, schon gut. Also gerade dieses Thema Bewegung ist halt, was uns umtreibt. Ich glaube, das Spannende an Gympass ist, dass wir ja ein Aggregator sind und klar ist es auch Teil davon, dass du zu verschiedenen Fitnessstudios gehen kannst. Das Wichtigste ist aber die Mission, die dahinter steht. Die Mission dahinter ist zu sagen, wir haben eigentlich ein großes gesellschaftliches Thema. Leute bewegen sich zu wenig. Also wir wissen es gerade bei Büroarbeitsplätzen und jetzt auch Work from Home. Das ist sozusagen die neue Pandemie, wenn du so willst. Die Leute sitzen viel zu viel auf ihrem Sessel, ja, sitzen sich den Sessel platt und bewegen sich zu wenig. Und dieser Bewegungsmangel ist sozusagen der Ausgangspunkt von allem. Und die Überlegung war, wie kann man den Bewegungsmangel am besten bekämpfen? Und wir sehen die beste Möglichkeit eben gemeinsam mit Unternehmen, Arbeitnehmer dazu zu bekommen, sich mehr zu bewegen. Und das kann durch Zugang zum Fitnessstudio sein. Aber wir haben natürlich jetzt auch eine besondere Situation gehabt, wo wir keine Fitnessstudios mehr anbieten konnten für 3 Monate, weil alle Fitnessstudios zugemacht haben. Also auch ein spannendes Thema. Und haben dann auch ein komplettes digitales Produkt dahinter gestrickt und gesagt, okay, Bewegungsmangel heißt ja nicht nur, ich gehe ins Fitnessstudio und arbeite da und trainiere da, sondern ich kann natürlich auch von zu Hause aus Workouts machen. Also wir haben dann On-Demand-Kurse angeboten, wir haben Live-Kurse mit Trainern aus den Fitnessstudios angeboten und haben jetzt auch ein ganz neues Produkt mit Personal Training und anderen integrierten Apps. Also wir integrieren auch andere Apps in unsere App, wo man dann auch was für seine mentale Fitness tun kann, aber auch natürlich für seine physische Fitness und direkt Workouts machen kann. Ja, und ich kann das nur bestätigen, also das funktioniert. Also ich hab halt mir einen Trainingsplan gemacht und ich habe den CrossFit-Studio gegenüber, die mussten dann auch zumachen und die haben dann netterweise zu den Mitgliedern gesagt, okay, ihr könnt euch das ganze Equipment mitnehmen. Also nehmt das, was ihr tragen könnt. Und ich habe dann so 2 24 Kilogramm Kettlebells da rausgeschleppt. Das war schon der erste Workout und habe das halt zu Hause gemacht und bin aber auch wirklich froh, jetzt auch wieder da ab und zu mal hinzugehen. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass auch diese mentalen Sachen, also Meditation wahrscheinlich und solche Geschichten, Richtig. super spannend sind. Okay, wo ist denn das? Also, das ist ja auch so ein kleines Netzwerkproblem. Das heißt, du musst ja auf der einen Seite genügend Angebote haben und auf der anderen Seite genügend Abnehmer. Und andererseits musst du eigentlich erstmal Abnehmer haben, damit du auch Angebote reinkriegst, wahrscheinlich. Ne? Ich weiß immer, ich komme ja aus dem Jobboard-Business und da war das immer so, dass die Leute, wenn du Stellenanzeigen verkauft hast, haben die gesagt, ja, wie viele Nutzer haben sie denn schon? Ja? Und wenn du die Nutzer gefragt hast, die auf die Plattform gegangen sind, ja, ihr habt ja gar keine Stellenanzeigen. Das heißt, du musst es ja immer so gegenseitig so sich hochschaukeln und irgendwann hast du idealerweise dann so einen automatischen Effekt. Ne? War das bei euch auch so oder wo war der Knackpunkt? Ja, natürlich. Also es ergibt natürlich das klassische Henne-Ei-Prinzip. Und das hat man, glaube ich, bei jedem Marktplatz. Bei uns ist sogar noch mal ein bisschen der komplexere Marktplatz, weil wir haben ja 3 Seiten. Also wir haben die Partner, also die Fitnesseinrichtungen oder anderen Wellness-Einrichtungen, die du davon überzeugen musst, überhaupt mal mitzumachen, um halt ein Angebot zu haben. Auf der anderen Seite die
Unternehmen, weil wir arbeiten nur für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen davon zu überzeugen, hey, wir haben hier ein super Angebot für eure Mitarbeiter, das sie exklusiv nutzen können. Kommt, macht doch mit und bezahlt dafür. Das ist ja natürlich auch noch ein Thema. Und dann die Mitarbeiter selbst, die dann auch von dem Angebot überzeugt sein müssen und dann wirklich auch dieses Angebot nutzen. Und nur dann sind die Unternehmen wieder bereit, dafür zu bezahlen. Bei uns, es war immer eine Herausforderung. Wir sind gestartet, vielleicht so ein bisschen zur Historie von Gympass, gestartet sind wir als B2C-Marktplatz. Also wir hatten am Anfang gesagt, hey, wir bieten das für alle an, nicht nur für Unternehmen, sondern geben wirklich allen die Möglichkeit, zu trainieren und vor allem diese Barrieren zu reduzieren. Ja, unser großes Ziel war halt, wir haben gesagt, wenn du mehr Leute ins Fitness bekommen willst, brauchst du im Endeffekt nicht ein neues Fitnessstudio oder ein anderes Fitnessstudio, sondern du willst Barrieren reduzieren. Und Barrieren reduzieren war für uns, es gibt monatliche Mitgliedschaften, du bist nicht mehr an ein Studio gebunden, sondern kannst eben zu verschiedenen Studios gehen und du hast einfach eine andere Flexibilität, auch irgendwie verschiedene Preisstufen zu wählen und dann auch mal Sachen auszuprobieren, die du sonst nicht leisten würdest. Und da hatten wir Gott sei Dank das Glück, dass das B2B-Modell dann sehr, sehr gut funktioniert hat und sind dann auf das B2B-Modell umgeschwenkt. Da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Aber zum Henne-Ei-Prinzip, Partnerstudios oder im Fitnessbereich ist auch wieder eine relativ gute Sache, wenn man den Markt analysiert. Die haben ja eigentlich fast nie ein Mitgliederproblem. Also die haben fast nie ein Kapazitätsproblem, weil es eigentlich ein Fixkosten-Business ist. Wie du schon richtig gesagt hast, die haben halt Geräte rumstehen, ihre Handel rumstehen und so weiter und so fort. Und je mehr Leute die da mit reinbekommen, desto besser für das Business. Es war von daher weniger ein großes Problem, die zu überzeugen, das mal auszuprobieren. Ja, also danach gibt es natürlich dann Überlegungen, ja, kannibalisiert es meinen Markt, ja oder nein? Genau. Ist es irgendwie positiv für mich auf die lange Frist, ja oder nein? Aber im ersten Schritt war das weniger kompliziert. Und deswegen hatten wir da relativ schnell das Netzwerk aufgebaut und mussten uns halt dann viel darauf konzentrieren, okay, wo gewinnen wir den Nutzer und was ist der richtige Nutzer für uns? Okay, das heißt, ihr seid als B2C gestartet, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Da ist wahrscheinlich der Kannibalisierungseffekt noch größer. Also das ist halt Horror für den Fitnessstudio-Besitzer, wenn der Kunde sagt, nee, ich kündige jetzt, ich bleibe aber hier, ich habe ein günstigeres Modell gefunden, wo ich bei dir trainieren darf. Aber das, du kriegst halt jetzt nichts mehr dafür im Prinzip, ne? Also nur indirekt natürlich. Ne? Genau, und das war richtig, das ist ein guter Stichpunkt, weil das war genau der Grund. Weil da haben wir dann festgestellt, okay, damit das Modell aber wirklich skalierbar ist und auch irgendwie für alle Seiten vom Marktplatz gut ist, können wir kein B2C-Modell machen. Weil wir haben da werden immer eine Kannibalisierung haben. Dann irgendwann laufen immer mehr Leute, die sie eigentlich die Umsatztreiber des Studios sind, über den Dritten zum Studio. Und kann nie das Ziel sein. Das Ziel muss immer sein, es muss halt ein inkrementeller Wachstum sein. Wir wollen halt wirklich mehr Leute in den Markt bekommen und im besten Fall mehr Geld in den Markt bekommen. Und was wir da dann festgestellt haben, wir hatten eine unserer ersten großen Kunden, war PricewaterhouseCooper und die haben das persönlich schon genutzt. Das war halt einfach einer von den Personalleitern, der war sehr aktiv und der fand das Angebot super und hat gesagt, na, eigentlich möchte ich das Angebot aber allen meinen Mitarbeitern anbieten, weil ich will ja, dass diese reisen die ganze Zeit rum, die sind halt immer irgendwie aktiv, aber die haben eigentlich nie Zeit für so eine Mitgliedschaft und für diese lohnt sich so eine Mitgliedschaft nicht. Könnt ihr mir nicht ein Modell ausarbeiten, dass ich das allen anbieten kann? Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie so ein Modell aussehen könnte und haben halt für den ein Modell aufgebaut und festgestellt, dass das eigentlich auch das lukrative Modell ist auf der einen Seite und auch das Modell ist, was viel nachhaltiger wächst. Weil die Unternehmen selbst sind interessiert, gute Benefits anzubieten. Ja, Fitness ist irgendwie ein Trendthema und auf jeden Fall ist es dann auch ein Thema, was für die positiv besetzt ist. Sie kriegen ihre Mitarbeiter aktiv. Ja, also haben dann irgendwie die ganzen positiven Effekte von gesunden Mitarbeitern. Und für die Studios ist es halt wirklich ein Zusatzumsatz, weil die dann dadurch, dass neue Mitarbeiter aktiviert werden, also wirklich, wir bringen 80% neue Leute in die Studios, also wir machen Umfragen oder machen Erhebungen mit den Studios gemeinsam und erheben, okay, wie viele Leute sind wirklich neu und 80% davon sind neu. Und das ist im Endeffekt der starke Effekt dann auch für die Studios, dass es dann für die auch Sinn macht mitzunehmen. Okay, aber du hast ja gesagt, dass ihr quasi, als ihr diesen Switch dann gemacht habt zwischen B2C und B2B, also ihr habt quasi das B2C-Geschäft abgeschnitten und du hast ja gesagt, das war auch ein großer Teil des Umsatzes im Prinzip, den ihr da quasi mutig weggekappt habt. Das war auch richtig. Eine leichte Entscheidung, oder? Ja, also wir haben es natürlich eine Zeit lang parallel laufen lassen,
Und im Endeffekt war es dann eine Entscheidung von Fokussierung, A, und auch einfach von Zukunftsfähigkeit. Also was für ein Modell sehen wir langfristig wirklich eher zukunftsfähiger? Und da haben wir uns dann entschieden, das B2C-Geschäft komplett abzustellen. Es war ein harter Schritt, weil es war 25 oder teilweise 30% des Umsatzes. Und jeder, der mal so ein Startup oder ein Scale-up gemacht hat und dann sagt, hey, ich schneide mal eben 30% von meinem Umsatz weg, der weiß, dass das ein sehr, sehr harter Schnitt ist. Und auch theoretisch natürlich das viel größere Potenzial, weil man ja sagen würde, ey, es gibt Millionen von Nutzern, aber es gibt nur eine Handvoll Firmen. Ne? Richtig, ja, und es kommt noch dazu. Haben uns dann aber dazu entschieden und bis jetzt den Schritt auch nicht bereut. Also, es ist wirklich definitiv das ertragsstärkere Modell und auch das stabilere Modell. Und wir hatten jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit, waren wir auch sehr froh, gerade, dass wir dieses Modell so gefahren haben, weil wir natürlich mit den Unternehmen Partner an Bord haben, die genauso wie wir daran interessiert sind, dass wir dann Lösungen für die Mitarbeiter finden, dass sie trotzdem was machen können, dass sie Ja. trotzdem ihren Sport weitermachen können. Und wenn es dann, wenn man die Hantel vom Studio gegenüber mitnimmt oder wenn man vielleicht zumindest den Trainer dann auf irgendwie einer Videoplattform oder sowas zu sich nach Hause holen kann, wie auch immer, aber auf jeden Fall, dass man hier die Möglichkeit hat, weiter irgendwie sportlich aktiv zu sein. Und das hat uns sehr, sehr gut durch die Krise geholfen. Ja, das hat das CrossFit-Studium auch gemacht. Die haben jeden Abend quasi so einen Zoom-Call eingerichtet, wo dann der Workout quasi dann gemeinsam durchgeführt werden konnte. Das Ja. funktioniert. Das ist echt cool. Ja. Und das Interessante ist, also wir haben, es funktioniert und es funktioniert weiterhin, auch jetzt, wo die Studios aufmachen. Also wir haben einen wahnsinnigen Ansturm gesehen für die ganzen Live-Classes oder überhaupt Video-Workouts. Und jetzt läuft es auch noch weiter. Natürlich jetzt auf einem anderen Niveau. Ja, jetzt, wenn die Studios wieder aufmachen, finden viele Leute gerne wieder zurück. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Und das ist für mich auch super interessant zu sehen, weil es ist im Endeffekt Innovation, wenn man da das Beste aus so einer Situation macht, ja, und dann irgendwie guckt, okay, wie kann ich auch in der schwierigen Situation mein Produkt verbessern und mein Service, Angebot ausweiten und dann gucken, weiterhin auch irgendwie einen guten, attraktiven Service zu bieten. Ja, gerade mit Homeschooling und Homeoffice und so weiter muss man sich halt echt was überlegen, weil selbst wenn die Studios auf gewesen wären, wären wahrscheinlich viele Leute gar nicht in der Lage gewesen, die echt jetzt 2 Stunden zu Hause loszuheißen oder so. Ne? Von Richtig, daher eine ja. coole Sache. Okay, das heißt, ihr habt ja jetzt quasi du hast einen B2B-Vertrieb aufgebaut. Was waren denn da Richtig. so die Challenges? Erzähl doch mal davon. Ja, erstmal muss ich entscheiden. Also ich mache einen B2B-Vertrieb versus einen B2C-Vertrieb. Dann braucht man schon mal unterschiedliche Profile auch von den Leuten. Ja. Das ist schon mal ganz was anders. Und dann ist meine Hypothese, dass viele Startups Vertrieb extrem unterschätzen, gerade B2B-Vertrieb. Ich glaube, die Vorstellung ist typischerweise von einem Startup oder auch von einem Scale-up, hey, wir machen ein super gutes Produkt, wir packen die ganzen super Features von unserem Produkt auf die Website und die Unternehmen kommen dann automatisch und rennen uns die Bude ein und wollen dann irgendwie nur noch das alles abgreifen. Beziehungsweise, es gibt ja viele Anbieter, die noch dann irgendwie möglichst gute Inbound-Kampagnen kreieren und wo man halt dann irgendwie Inbound-Leads bekommt und so weiter. Das war auch der Start, so haben wir angefangen. Wir hatten dann wahnsinnig viele Inbound-Leads und hatten dann irgendwie Unternehmen von der Größe von 10, 20 Mitarbeitern irgendwie bis zu 10.000 Mitarbeitern. Problem ist nur, wenn man alles abdecken will von 10 bis 10.000 Mitarbeitern, wird es sehr, sehr schwierig, einen zielgerichteten Team aufzubauen und dann irgendwie auch das Team mit den richtigen Fähigkeiten aufzustellen. Das heißt, das Team, was wir am Anfang hatten, war sehr junior, sehr jung, einfach mit der Überlegung, ja gut, viele Leute können viel Arbeit wegschaffen und im besten Fall haben sie irgendeinen Hintergrund von Sportwissenschaft, weil wir verkaufen ja ein Gesundheitsprodukt oder ein Sportprodukt und da bauen wir jetzt ein gutes Team auf. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das war natürlich nicht der optimale Ansatz. Und was wir dann irgendwie gemacht haben oder viel von dem Lernen oder wo wir dann hingekommen ist herauszufinden, an wen verkaufst du denn und wohin verkaufst du. Das Erste war natürlich herauszufinden, wohin wir verkaufen, also in welche Abteilung im Unternehmen wir zu verkaufen. Das ist jetzt bei Benefits nicht so komplex. Ja, du weißt irgendwie, du verkaufst wahrscheinlich an HR, vielleicht noch an Geschäftsführung. Und dann gibt es vielleicht noch Benefits oder Recruiting. Du musst halt so ein bisschen herausfinden, wo dieses Thema für das Unternehmen wirklich relevant ist. Aber das kann man relativ gut eingrenzen.
Was schwieriger ist, und ich glaube, da tun sich auch viele Unternehmen schwer, ist zu sagen, an welche Art von Unternehmen verkaufen wir denn und wie schränken wir diesen Kreis ein? Weil in Deutschland gibt es Hunderttausende von Unternehmen und du musst schon sehr, sehr genau dich festlegen, was du machen willst. Nachdem meine persönliche Meinung ist, ist es fast derselbe Aufwand, ein Unternehmen von 10 Mitarbeitern abzuschließen, wie irgendwie ein Unternehmen von 10.000 oder 100.000 Mitarbeitern abzuschließen oder sehr, sehr ähnlich. Das ist bloß ein anderes Profil von Leuten, die man dafür braucht. Haben wir uns sehr schnell auf das Segment über 5.000 Mitarbeiter eingeschossen und gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und gehen dann irgendwie auf die dicken Fische. Wir wissen, es dauert länger. Wir wissen, dafür brauchen wir andere Leute. Aber so ein Team können wir aufbauen. Und also haben wir angefangen, ein Team aufzubauen, was sich sehr, sehr fokussiert hat auf ein Segment von Unternehmen und haben da einfach geguckt, dass wir fokussiert vorgehen. Okay, das ist ja dann quasi so eine Art Business Development Team, ne? Also ja, ist ja erstmal wahrscheinlich im Kern Neukundenakquise, ne? Die gemacht wird. Genau. Also komplette Neukundenakquise, wobei wir das schon sehr klassisch strukturieren. Also wir haben dann ein wirkliches Business Development Team, die eine Mapping machen, die Outreach machen, die auch Cold Calling machen oder Kampagnen machen, also dann wirklich die Kontakte oder die Opportunities herausfinden, das dann an ein Außendienstteam übergeben, die dann wirklich Termine beim Kunden vor Ort haben. Jetzt auch wieder vor Ort, ja, das ist das Gute. Mhm. Und ich bin auch weiterhin noch ein großer, großer Freund von dem Vor-Ort-Thema. Ich denke, das ist immer noch, man kann, glaube ich, teilweise Sachen ersetzen durch Videocalls und es macht es auf jeden Fall effizienter, aber Vor-Ort-Termine gerade in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, sind auf jeden Fall weiterhin unersetzlich. Ja. Und danach haben wir den ganzen Sales-Prozess und danach eine Übergabe an ein Key-Account-Team, was dann spezifisch auch nichts anderes macht, als sich dann um diese Accounts zu kümmern und dann auch bei diesen Accounts weiter wächst. Weil das ist, glaube ich, auch, was viele unterschätzen, dass man dann sagt, okay, hier habe ich den Kunden einmal gewonnen, aber das Wichtige ist für uns nicht nur, nicht den zu verlieren, sondern wirklich mit ihm weiterhin zu arbeiten, weil wir ja eine Mission mit dem haben. Also wir wollen ja möglichst viele von dem seinen Mitarbeitern aktiv bekommen und da müssen wir natürlich laufend zusammen mit dem arbeiten. Also das war jetzt ein super, super spannender Absatz, den du gerade gesagt hast. Ich versuche das gerade nochmal so ein bisschen zu reinterpretieren, weil du das halt so rausgeschossen hast. Also erstmal, wir haben hier einen arbeitsteiligen Vertriebsprozess. Ja, also es gibt nicht einer, der gesagt hat, was weiß ich, dein Postleitzahlgebiet ist 5, ne, hier ist dein Auto, gib Gas. Ne? Sondern du hast ein Business Development Team, das ist wahrscheinlich Inside Sales. Das heißt, die sitzen im Büro, die machen Recherche, identifizieren die Ansprechpartner, rufen die an, qualifizieren die. Du kannst mit dem Kopf schütteln, wenn ich irgendwas Falsches sage. Dann spreche ich, identifizieren die, machen vielleicht auch eine LinkedIn-Kampagne, dass sie die halt anschreiben und machen dann halt einen Termin, nachdem die identifiziert worden sind, für den Account Manager. Der Account Manager wird gebrieft, kriegt idealerweise eine Tourenplanung, dass er halt nicht jetzt für ein Team nach Hamburg kachelt und für den nächsten dann nach Berlin. Und geht dann halt quasi vor Ort, macht dann wahrscheinlich nochmal Customer Exploration, Lösungspräsentation und geht dann wahrscheinlich auch schon Richtung Angebot und Abschluss, wobei das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Gremien, die betreut werden müssen. Das heißt, er macht das eigentlich bis zum Abschluss, vielleicht noch so ein bisschen Onboarding mit und dann kommt die dritte Rolle, also wir hatten jetzt schon zwei Rollen im Vertrieb, jetzt kommt die dritte Rolle, ja, das ist der Key Account Manager. Es gibt halt ganz viele Leute draußen, die draußen rumlaufen, Key Account Manager sind, aber eigentlich das machen, was dein Account Manager macht, nämlich nur Kundenakquise. Der Key Account Manager hat eigentlich weniger Kunden und gesagt halt, okay, du hast es jetzt quasi für die Niederlassung in München abgeschlossen, das Ganze. Was ist mit deinen Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin? Sollen wir die jetzt auch langsam mal erschließen? Weil deine Mitarbeiter in München sind super happy. Wir haben eine Zufriedenheitsumfrage gemacht, über 80% und so weiter. Auch die Aktivitäten sind angestiegen. Also das musst du jetzt eigentlich bundesweit ausrollen. Ne? So ja, Richtung. Genau. Genau so läuft es. Und das ist im Endeffekt schon fast die klassische Theorie und funktioniert weiterhin. Ja. Ich glaube, das kann man nur bestätigen. Aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was sind die Vorteile daraus? Man sagt ja früher immer, nee, du brauchst one face to the customer, der muss quasi über den gesamten Lebenszyklus, den will der Kunde nur mit einem sprechen und wenn man das übergibt, dann hat man ja Brüche drin und so weiter. Was sind aus deiner Sicht die Vorteile von dieser Arbeitsteilung?
Ich glaube, der größte Vorteil von dieser Arbeitsteilung ist, dass es denn dem Team zugutekommt, weil es einfach unterschiedliche Personal, einfach unterschiedliche Profile braucht, also unterschiedliche Persönlichkeiten braucht für die unterschiedlichen Schritte, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, es ist eine ganz andere Aufgabe oder braucht eine ganz andere Persönlichkeitsprofil, wirklich dieses Mapping zu machen und dann aktiv immer hinterher zu sein und diesen Kick daraus zu beziehen, direkt am Telefon Leute überzeugen zu können und dann auch zu sagen, hey, meine Überzeugung ist, ich habe den Termin mit dem gemacht. Das ist dieses ganz klassische Hunter-Profil, wo man sagt, die sind wirklich da immer draußen. Auch bei unseren Vertriebsmitarbeiter schauen wir eigentlich sehr stark auf diese Hunter-Mentalität. Die haben wirklich Spaß dran, draußen zu sein. Und das merkt man jetzt auch bei dem ganzen Team. Ich habe die Verantwortung für das ganze Team und da hat man alle möglichen Persönlichkeitsstrukturen mit drin. Und die Hunter waren es in dieser, auch gerade die Vertriebsmitarbeiter waren es in dieser Home-Arbeitszeit die Unglücklichsten, ja, weil die gesagt haben, ja, ist alles total super, aber eigentlich will ich aber mal den Leuten da draußen sitzen und denen das erklären und die Hand schütteln und face-to-face die Leute sehen. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Persönlichkeit, denke ich. Und auch für das Key-Account-Manager, also dann wirklich langfristig mit den Kunden weiterzuarbeiten, für diese Probleme und Sorgen da zu sein und da die Möglichkeit haben, mit denen gemeinsam zu wachsen, ist auch schon wieder eine andere Persönlichkeitsstruktur. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen und entsprechend auch zu recruiten. Ja, also da irgendwie sich irgendwie auch da irgendwie die Leute rauszusuchen, die halt dann einfach gut passen. Ja. Du hast natürlich jetzt, ich bin ja Headhunter, ne? Du hast natürlich auch den Vorteil, dass wenn du jetzt jemanden haben willst, also wenn ein Kunde sagt, ich brauche jemanden, der jetzt quasi diesen Prozess abdeckt, ne? Dann brauchst du ja jemanden, der am Telefon gut ist, der sich mit Social Media auskennt, der aber auch beim Kunden gut ist, der auch in der Kundenbetreuung gut ist, der ordentlich ist und so weiter und seine Termine einhält. Also du hast schon ein sehr komplexes Profil. Ne? Der muss sich natürlich auch ein bisschen mit der Materie intensiver auskennen. Ne? Wenn ich jetzt sage, wir schneiden das jetzt zum Beispiel in drei Rollen, es gibt ja noch, man könnte das ja noch weiter unterteilen, ne? Dann hast du quasi den, der die Termine macht, der muss wahrscheinlich auch keine Sportwissenschaften studiert haben. Ja? Der muss im Prinzip kommunikativ sein und lernwillig und entwicklungswillig und den Rest kann man denen eigentlich relativ gut beibringen. Richtig. Wohingegen der Account Manager, da würde ich dann jetzt noch jemanden Ausschau halten, der zumindest mal mit dieser Klientel schon mal gesprochen hat, ja? Also irgendwas anderes verkauft hat, was sich Reisen oder Catering oder sonst irgendwas. Aber er muss halt wissen, wie diese Zielgruppe funktioniert. Und bei den Key-Account-Managern gilt das wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich gar nicht mehr zu so einem hohen Extent, weil das muss ja eigentlich so ein Caretaker sein. Die Hunter, die haben ja eigentlich auch keine Lust, ständig Anrufe von unzufriedenen Kunden zu kriegen. Die wollen sich auf die Neuen konzentrieren. Und die Key-Account-Manager freuen sich, wenn einer anruft und ihm ein Problem an die Backe nagelt, dann kann er das nämlich lösen. Ne? Und deswegen hast du auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die du da reinordnest. Und es gibt halt sehr, sehr viele Unternehmen, die halt sagen, nee, das muss einer alleine machen. Die Leute müssen ja schon eine Persönlichkeitsschere im Kopf haben. Ja, die müssen ja dann einerseits Caretaker sein, andererseits Hunter. Und wie gesagt, Hunter und Farmer in einer Person ist halt schwierig auf Dauer. Ja, kann auch zu Schizophrenie führen. Und was ich halt meistens rausgefunden habe, im Endeffekt gewinnt eigentlich immer der Farmer über den Hunter. Ne? Also es gibt ja den alten Spruch, nimm einem Hunter die Kunden nicht weg und der wird automatisch früher oder später zum Farmer. Ne? Ja. Ja. Also kann ich auf jeden Fall auch so unterstützen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man sich irgendwie ganz klar Gedanken darüber macht, wie schaut mein Prozess aus und was sind auch denn die richtigen Leute, die ich da suchen, die ich dafür suchen muss. Und was ich auch gut fand, was du schon erwähnt hast, für mich war es eigentlich immer interessant zu gucken, gar nicht Leute, die unbedingt aus der Branche kommen, sondern eher ähnliche Profile haben. Zum Beispiel zu überlegen, wie du schon richtig gesagt hast, okay, was sind denn jetzt für Leute, Hunter zum Beispiel, wer verkauft denn jetzt schon an das Profil, an HR und so weiter? Es gibt keinen Service. Also Startups ja häufig so, dass du halt einen Service hast, der neu ist, den so noch nicht gibt. Und wir fanden zum Beispiel, dass Leute, die aus der Personaldienstleistung kommen oder Personalrecruiting kommen, sehr, sehr gute Hunter für uns sind, weil die haben schon häufig Kontakte zu diesen Ansprechpartnern, können schon gut mit denen und da gibt es dann einfach nur ein neues Produkt.
Und die freuen sich vor allen Dingen, weil sie quasi aus diesem, aus dem Red Ocean, also aus dem sehr wettbewerbsintensiven Bereich, wo halt ja, viele Anbieter sind und es viel um Preise, Preisdrückerei geht und so weiter, jetzt quasi in so ein Blue Ocean Environment kommen, wo halt dieses Angebot, so viel gibt es wahrscheinlich nicht, die sowas anbieten, wie ihr anbietet. Ne? Richtig. Und also es macht viel mehr Spaß, sowas zu verkaufen und eigentlich ist es ja auch viel einfacher für die Leute, die halt aus einem sehr wettbewerbsgetriebenen Umfeld kommen, wahrscheinlich, ne? Genau. Und genau. Und es ist erstens das und zweitens ist es auch natürlich eine Herausforderung, nochmal ein neues Produkt zu lernen und dann irgendwie ist ja auch eine Weiterentwicklung, wenn man sagt, okay, super, ich habe schon diese Skills und jetzt lerne ich noch ein neues Produkt dazu und kann es noch mit dazu anbieten. Cool. Und hast du auch noch einen, wie sieht das von der Führungscrew im Vertrieb aus? Da haben wir es auch, oder deine Frage zielt ab, wie wir das auch strukturiert haben, organisatorisch. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, das relativ klassisch zu machen. Also ich habe einen super Sales Director, Sam, der ist für das ganze Team verantwortlich. Also der macht das ganze Team in Deutschland, sowohl was du jetzt als Business Development bezeichnet hast, also oder Inbound Sales, als auch das ganze Key Account, ja, wo wir gesagt, als auch das ganze, das Hunter, also wirklich den Außendienst, wo wir gesagt haben, das ist irgendwie eine Einheit. Und wir sehen dann nach Vertragsschluss, gehen wir es dann über an unser kleines Success-Team, die sich halt wirklich irgendwie komplett darum kümmern, das aufzubauen und dazu entscheiden, okay, wie kriege ich die Unternehmen richtig gelauncht, also so wie wir es nennen, also was du als Onboarding bezeichnet hast, also wie boarde ich die Leute richtig on, weil da hast du wieder ein anderes Profil, ja, es sind Leute, die halt gerne Events veranstalten, die gerne zu Events gehen oder auch digitale Webinars und so weiter organisieren können und dann das klassische Key-Account, die halt diese eine Ansprechpartner sind, wo wir sagen halt one contact point to the customer und da kannst du dann auch wieder anders strukturieren, weil da strukturieren wir zum Beispiel nicht nach Regionen oder teilweise nach Regionen, aber wollen auch mehr irgendwie nach Unternehmensgröße strukturieren. Mhm. Und bei dem anderen strukturierst du natürlich klassisch nach Regionen. Das haben wir auch gemacht. Also einfach eine klassisch nach Regionen strukturieren. Aber der Sales Director ist ja auch der führt dann auch die Customer Success Leute, also die Key Account Manager, sind die bei dem auch unter dem Beritt oder ist das getrennt? Das haben wir getrennt. Okay. Das heißt, du hast eigentlich im Prinzip, der Sales Director kümmert sich um die Akquise. Das klassische Hunting und hinter hast du eher Customer Success. Im Endeffekt ist es so ein bisschen wie im Software-as-a-Service-Bereich. Also wenn du einen Kunden abschließt, aber du siehst, dann meldet sich gar keiner an auf meiner Software von den Leuten, weißt du eigentlich, okay, der wird wahrscheinlich früher oder später den Vertrag kündigen und das ist ja bei dir eigentlich genauso. Ne? Wenn du merkst, okay, die Leute nutzen das nicht, wahrscheinlich gibt es eine Software dahinter, dann wird der Kunde früher oder später kündigen, weil er sagt, ja, ich bezahle dafür, aber meine Leute gehen gar nicht hin. Das heißt, ihr müsst ja eigentlich dafür sorgen, dass die Leute das cool finden, den Mehrwert erkennen und auch, dass du eine hohe Nutzung schaffst wahrscheinlich. Genau. Ne? Und das ist auch schon wieder von diesem Profil her sehr interessant, weil da hat man dieses klassische Analyseprofil, also du analysierst sehr stark, irgendwie, wie du es schon gesagt hast, wie Software as a Service, wer nutzt mein Produkt, warum nutzen die das, wie nutzen die das, was kann ich noch mit der Aktivierung machen, also wie kann ich noch unterstützen, dass sie es besser nutzen, haben es vielleicht noch nicht alle mitbekommen, haben es noch nicht alle verstanden, kann ich noch irgendwie was an meinem Produkt verbessern und die haben auch einen viel stärkeren Einfluss zum Beispiel auf die Produktentwicklung oder irgendwie diesen Blick darauf, gucken, okay, wo können wir denn beim Produkt noch was machen und wo können wir, ein Produkt ist ja bei uns eine Sache, wie überbringen wir das Produkt, also was ist die App, ja, oder das Digitale überbringen, aber auch, was ist das Produkt, also wo muss ich mein Netzwerk noch ausbauen, also wo habe ich irgendwie noch Potenziale für das Netzwerk auszubauen, wie du schon richtig gesagt hattest, wenn ich jetzt irgendwie ein großes Unternehmen abgeschlossen habe und schon mit 3 Standorte habe, ja, und dann weiß ich, hey, die haben aber noch 4 andere Standorte, wo auch nochmal jeweils 2000 Mitarbeiter sitzen, dann kann ich natürlich da gucken, okay, wie sieht an der Stelle mein Netzwerk aus? Habe ich da schon ein ausreichendes Netzwerk oder muss ich da vielleicht noch was tun, um dann auch die Mitarbeiter da in den Netzwerken, in den Standorten zu aktivieren? Okay, das heißt, du hast einen Sales Director und du hast einen Customer Success Director und die berichten dann beide an dich? Genau, und noch einen, der das ganze Partnerteam macht, also die ganzen Partner, also die ganzen Einrichtung, ich sage immer nicht ungern Gyms, ich meine, das ist, ja, sind 70% sind wahrscheinlich Gyms, aber mittlerweile gibt es ja so viele andere Anbieter auch wie Boutique-Läden, dann irgendwie High-Intensity-Training, wie du schon gesagt hast, CrossFit-Boxen und so weiter und so fort, also da hat sich ja wirklich sehr, sehr viel getan im Fitnessmarkt
Das ist schon sehr, sehr um einiges umfangreicher als dieses Klassische, was man kennt, wo man sagt, ja, okay, das gibt halt irgendwie ein Fitnessstudio. Ja. Ja. Ja, ich glaube, du brauchst doch, wenn du gerade Leute hast, die du quasi jetzt so ein bisschen mehr aus dem Sessel rausdrückst, ist es halt super schwierig von der Adoption, wenn du halt in ein Fitnessstudio gehst, wo die ganzen Leute da unter den Gewichten ächzen und stöhnen und du kommst das erste Mal da rein, du hast keinen, der dich da einführt, der dich anleitet und so weiter, dann hast du halt eine sehr, sehr hohe Abbruchrate. Ne? Ja. Und das ist, und du bist jetzt ja quasi für den Customer Success zuständig, das heißt, dass der Kunde kauft, aber dass seine Mitarbeiter das dann auch nutzen und so quasi dann das auch ankommt. Das ist schon eine spannende Rolle. Ja. Und das Interessante war, da waren noch wahnsinnig viele Learnings, weil gerade was du jetzt irgendwie, was du beschreibst, war auch genau ein Learning, was da rausgekommen ist. Dadurch, die waren nah, also dieses ganze Client Success, wie es bei uns hieß, die waren nah dran an den Unternehmen, auch nah dran an den Mitarbeitern und haben festgestellt, dass es wirklich so eine Art Intimidation gibt. Also es gibt einige Leute, die jetzt gerade jetzt nicht zum absolut jungen Alter gehören, sondern diese klassische Unternehmer. Ich meine, wir arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, wie Allianz, Hypo Vereinsbank und andere Industrieunternehmen. Da ist der durchschnittliche Mitarbeiter irgendwie 45. Ja? Und dann, da gibt es eher so eine abschreckende Haltung, in ein Fitnessstudio zu gehen, weil Fitnessstudio immer damit assoziiert wird, geh an die Grenze, gib alles, den letzten Tropfen Schweiß und diesen extremen Leistungsgedanken. Ja, klar, hauptsächlich durch die Sportmarken gefördert wird und was für uns eher hinderlich war, wo wir dann irgendwie festgestellt haben, es gab mehr Leute, die eigentlich Lust haben zu gehen und die eigentlich gehen wollen, aber sie sich nicht trauen tatsächlich, weil sie irgendwie sagen, nee, da gehe ich jetzt rein, habe vielleicht schon einen kleinen Bierbauch und habe eher das Gefühl, da fühle ich mich unwohl, jetzt in so ein Studio reinzulaufen. Und da mussten wir gerade mit dem Team viel dran arbeiten, unsere Marke, wie wir die Marke gestaltet haben, wie wir die Leute auch ansprechen und auch die Angebote, die wir machen, eher von diesem Schritt hin zu, dass es im Endeffekt mehr inklusiv ist, dass halt jeder daran teilnehmen kann und jeder die Möglichkeit hat, das auszuprobieren. Das ist auch sehr, sehr interessant, also diese Findings, die man dann daraus bekommt. Ja, und dann hast du noch die Leute, die dann direkt in die Vollen gehen und dann eine Woche oder zwei Wochen Vollgas geben und danach dann quasi immer ein Sehnenscheidentzündung oder Gelenkschmerzen oder sonst was. Also siehst du, ich bin einfach für Sport nicht geeignet. Ja, und das muss man auch verhindern. Ja? Das ist, glaube ich, so diese große Herausforderung, dann ein vernünftiges Konzept rauszubauen. Und das ist involviert ja alles. Ja? Das involviert die Leute, die du dafür hast. Das involviert, wie du die Leute ansprichst. Das ist involviert, wie du deine Marke positionierst, auch wie deine Marke aussieht, wie deine ganze Werbung fließt. Also bei uns, wir hatten dafür auch, oder davor auch diese typischen gut aussehenden jungen, muskelbepackten Testimonials. Und wir haben festgestellt, das zieht aber nicht mit dem Profil, weil es sind ja eigentlich genau die Leute, die noch unentschieden sind und sagen, ja, ich muss eigentlich was machen, aber irgendwie traue ich mich noch nicht so wirklich. Und als wir das auch umgestellt haben, hat es auch da an der Stelle schon um einiges besser funktioniert. Eigentlich counterintuitive, also man denkt das gar nicht so. Ja. Aber kam gerade auch aus diesem Team, die das rausgefunden haben. Super, super spannend. Was ist die wichtigste KPI, die ihr bei euch messt? Wir haben tatsächlich ein übergreifende KPI, die wir über alle Länder auch messen. Und wir schauen da immer, wie viele Leute sind aktiv. Also wie viele Leute haben nicht nur ein aktives Paket, das schauen wir uns auch an, also wie viele haben eine aktive Mitgliedschaft, sondern wie viele Leute sind aktiv. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also wie viel, also erfüllen wir unsere Mission und danach brechen wir das immer richtig OKR-mäßig, also diese Objective Key Results, auf die ganzen Bereiche runter und definieren dann sehr, sehr klar, okay, welcher Bereich hat denn welchen Einfluss darauf? Ja, also klar, das B2B-Sales hat den Einfluss drauf, ey, ihr müsst Verträge bringen, ja, mit entsprechend den entsprechenden Voraussetzungen. Das ist euer Job. Client Success hat dann den Job, okay, ihr müsst sicherstellen, dass wir in den Unternehmen kommunizieren, dass die Leute darüber Bescheid wissen. Ja, also das ist wirklich tatsächlich denen ihr Wichtiges ist, okay, ja, also wie viele Leute sich angemeldet haben, egal ob die aktiv sind oder nicht. Und dann Partner-Team, also wirklich die Partner zur Verfügung stellen. Ja, da messen wir auch, wie viele Partner die zur Verfügung stellen. Aber eigentlich messe ich die auch daran, wie viele Leute denn wirklich aktiv sind. Weil nur wenn die das richtige Partnernetz zum richtigen Preis zur Verfügung stellen, haben wir danach auch die Leute, die wirklich aktiv sind. Sehr, sehr spannend. Wie viele Leute habt ihr jetzt im Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter hast du? Also wir sind ja mittlerweile in ein paar Ländern unterwegs. Wir haben in
weltweit knapp 1200 Leute und in Europa machen wir gerade 200 Leute ungefähr. Okay. Und dieses Sales-Team, von dem du jetzt erzählt hast? Das größte Team in Europa, also die meisten davon sind im Sales. Also wenn du es jetzt irgendwie B2B-Partnership und Client Success als Sales annimmst, ist der größte Anteil davon ist in dem Sales-Team. Cool. Also auch eine vertriebsgetriebene Organisation, interessanterweise, ne? Bitte? Auch eine vertriebsgetriebene Organisation, interessanterweise, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, auch wenn man gute Produkte hat, das war ja gerade mein Eingang, ich glaube, auch wenn man ein super Produkt hat, ist es wichtig, dass die Leute auch davon erfahren. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe vom Vertrieb. Und je besseres Produkt ich habe, desto mehr Vertriebler sollte ich vielleicht sogar einstellen, weil das hilft dann noch mehr Unternehmen in unserem Fall oder sonst direkten Kunden, darüber auch zu erfahren. Ich glaube, wir müssen ja ehrlich sein, es gibt so eine große Vielfalt an Services, denen sich ein Unternehmen zuwenden kann oder was ein Unternehmen einkauft. Wenn man da nicht raussticht und wenn man da nicht irgendwie einen richtig guten Job macht, dann ist, glaube ich, das Problem weniger das Produkt, was du anbietest, sondern einfach, dass keiner davon weiß. Ja, oder du halt nicht mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommst, ne? Ja. Ja, also wir haben gerade auch einen anderen Kunden, die machen das Thema Elektromobilität für Unternehmen. Die wollen ja alle quasi ihre Kunden, ihre Mitarbeiter auf Elektroautos bringen. Und wenn du mal länger drüber nachdenkst, ist das mega komplex. Ja, zum Beispiel, und wo lade ich dann mein Auto zu Hause? Und wenn ich jetzt eine Solaranlage auf dem Dach habe und ich speise das in das Auto ein, wie wirkt sich das dann steuerlich aus und wie kriege ich das kompensiert? Ja, das ist mega komplex und da sind wir auch gerade dabei, quasi sowas aufzubauen, wie quasi so Lösungsmanager, quasi wie du es verkaufen kannst und dann quasi dieses Customer Success sicherstellst. Ne? Anderes Geschäftsmodell, aber ähnliche Vertriebslösungen. Ne? Sehr, sehr spannend. Also für mich zusammenfassend nochmal, also ich finde das Geschäftsmodell sehr, sehr spannend. Ich finde es auch spannend, dass ihr euch quasi aus dem B2C-Bereich gelöst habt und gesagt habt, und du hast gesagt, okay, der Hauptgrund ist eigentlich Fokus. Ja? Du brauchst Fokus. Ja. Und du hast hier natürlich weniger Kannibalisierung. Und dann, dass du quasi so ein, ich sage mal, das ist Konzeptvertrieb. Das heißt, du hast ein Vertriebskonzept gemacht, hast es dann arbeitsteilig aufgeteilt. Jeder arbeitet auf seinen eigenen KPIs und du hast auch unterschiedliche Profile. Und was du auch noch hast, du hast ja eine Weiterentwicklung. Das heißt, der Business Development Manager, wenn der gut ist, kann der vielleicht irgendwann mal Hunter, also Account Manager werden. Und ein Account Manager könnte irgendwann mal auch auf die Customer Success Seite gehen. Das heißt, du hast auch innerhalb des Teams eine Entwicklung, weil wenn du halt ein sehr, sehr homogenes Team hast, das heißt, alle machen dasselbe, hast du halt eine viel höhere Fluktuation, weil viele Leute sagen, ja, das ist ganz nett, ist ganz spannend, aber jetzt auf Dauer langweilig, ich muss was anderes machen, ich muss mich entwickeln. Und entweder du bietest halt die Chance im Unternehmen oder bietest sie halt nicht, dann suchen die Leute Chance halt außerhalb des Unternehmens. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch gerade das Interessante, weil du hast dann die Möglichkeit für Leute, die ins Team einsteigen, dass sie dann auch irgendwie einen Pfad haben, sich zu entwickeln. Und ich denke, das ist halt das Entscheidende, auch dann die guten Leute zu halten. Weil das ist ja die große Herausforderung. Erstens zu identifizieren, was für Leute brauchst du und dann die richtigen Leute zu finden. Und wenn du die einmal gefunden hast, ist es natürlich sicher gehen, dass sie auch bleiben. Ja. Und dafür muss es solche Entwicklungspfade geben. Ja. Cool, super. Ralf, also wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Gut, also wir verlinken natürlich die Firma Gympass. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, tatsächlich bin ich sehr aktiv bei LinkedIn. Ich finde, das ist ein gutes Netzwerk oder ein gutes Tool. Also ich bin sehr aktiv da und trete auch mit vielen Leuten in Kontakt und bin auch immer happy über Kommentare oder auch direkte Nachrichten. Also ich glaube, da kann man ihn relativ gut finden, einfach unter Ralf Aigner Gympass, wahrscheinlich, wenn man das in LinkedIn eintippt, sollte mit man AI, finden. Ne? Aigner mit AI. Genau, Ralf und Aigner mit AI, da sollte man mich auf jeden Fall finden und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Kanal. Super, sucht ihr noch Leute? Jetzt, wenn die Krise vorbei ist, wieder. Ja. Okay, gut. Dann sehr stellen gut. Wir auf jeden Fall wieder Leute ein. Jetzt schauen wir uns gerade noch ein bisschen an. Ich meine, jetzt sind wir was Ende Juli. Ich denke, wenn jetzt irgendwie der Sommer vorbei ist, dann werden wir auf jeden Fall Leute suchen. Gut, super. Also kann man wahrscheinlich auch auf der Webseite und auch bei LinkedIn sehen, wenn da was passiert. Ralf, vielen Dank für das Interview. Ich fand es mega, mega spannend. Ich mache mal kurz den Abspann. Also das war die Folge des Vertriebsfunk mit dem CEO von Gympass. Wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen und ich glaube, dass für alle Menschen, sei es Startup, aber auch sei es ein klassisches Unternehmen, das schon länger da ist,
Das ist das ganze Thema, wie du Vertrieb strukturierst, auch das Thema Fokus. Das sind Sachen, die man hier gar nicht sofort raus mitnehmen kann. Und man sieht halt, dass es dann auch funktioniert. Das ist ja immer das Schöne. Also ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Ich habe wieder was für mich mitgenommen und ich hoffe, du hast das auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Tschüss.